Kapitel 5 Unter dem Polarlicht. Und doch sprecht ihr immer so, als wärt ihr mir moralisch überlegen. Bedrohlich erhob sich ein weiteres Mal der riesige Drache des Sternlichtes über den Weltengeistern und ihrem Berater inmitten des Zentrums der Weltenbäume. Erst 2 Tage waren in etwa vergangen, seitdem Omegon die Auserwählten der Weltengeister vorangeschickt hatte. In den Weltenbaum des Sturmes, in welchem die Wanderung bereits begonnen hatte. Aber von all dem, was innerhalb des Weltenbaumes vor sich ging, wussten sie alle nicht viel. Jeder der Weltengeister hatte bloß seine eigene Vorstellung, in der Hoffnung, dass diese auch eintrat. Das sind wir auch. Dass du Jahrhunderte im Krieg immer noch von dir behauptest, dass der Tod von Abermillionen in irgendeiner Form Gerechtigkeit wäre, sagt uns genug. Es sind alles Leben, die zwar unter meiner Handlung vergehen müssen, doch alleine durch eure Entscheidung. Was ihr nicht versteht ist, ich wollte Frieden und Einigkeit. Ihr habt euch entschieden, diesen abzulehnen, einen Krieg zu beginnen. Ihr Blut klebt nicht an meinen Krallen, sondern an euren oder Flügeln oder was auch immer ihr habt. Und nun begeht ihr auch noch den Verrat an jenen, die eigentlich an eurer Seite stehen. Nun, auch wenn du es weiterhin denkst, wir verraten niemanden. Die Auserwählten sind unser ganzer Fokus. Träum weiter, alter Greis! Ihr wisst selber, dass sie nicht euer Augenmerk sind. Ihr habt euch ein hyperaktives Vulcano und ein geistig verwirrtes Vulpix geschnappt, ohne dass sie wahrlich Helden sind. Denn eure Helden gehören mir! Dass ihr mir gegenüber dieses Schauspiel versucht zu erhalten. Irgendwo verstehe ich es. Auch wenn ihr langsam einsehen solltet, dass ich euch ohnehin nicht glaube. Aber zumindest kann ich es verstehen. Gegenüber ihnen selber jedoch. Es ekelt mich an. Warum schenkt ihr ihnen Hoffnung, wenn ihr wisst, dass es alles umsonst sein wird? Warum quält ihr jene, die euch vertrauen? Nur um einen Köder zu legen, welchen ich auf den ersten Blick durchschaue. Die einzigen, die ihr täuscht, sind diese Pokémon. Jene, die bereit sind, für euch in den Tod zu gehen. Große Worte. Omegons primäre Eigenschaft. Aber gleichermaßen etwas, an das Darkrai sich schon lange gewöhnt hatte. Und du traust dich wirklich so zu reden, wenn es um so etwas geht. Wer sind denn deine Mitstreiter? Sie waren unsere Helden. Aber du hast ihnen ihre Erinnerung gestohlen und ihnen Lügen eingeflößt. Deine ganze innerweltliche Defensive basiert auf Manipulation, Omegon. Oh, du tust mir Unrecht! Ich habe nichts getan. Rein gar nichts. Ich habe sie zu neuen Pokémon gemacht. Ich verheimliche keine Vergangenheit. Die Pokémon gehört, die nicht wirklich sie sind. Zu deinem Feind hast du sie gemacht. Nie habe ich ihnen gesagt, dass du der Böse seist. Und auch meine Motive. Nie habe ich sie im Fremden gehalten. Mein Diener kennt sie. Er hat sich trotzdem angeschlossen. Günther kennt sie und er bleibt trotzdem auf meiner Seite. Das Team liegt in seiner Hand. Er könnte ihm ja die Wahrheit sagen. Es wäre sein Job, nicht meiner. Was meinst du damit? Was meinst du damit, dass Günther deine Motive kennt? Er hat damals gegen mich gekämpft im Glauben, dass er das Richtige täte. Nicht durch irgendeine Treue zu dir. Und doch ändern sich die Dinge.
Er hat mir meine Erklärung nicht abgekauft, dich für das unmögliche Eintreffen eurer Auserwählten gegeben habe. Aber die Wahrheit war ihm genug. Er wusste selber, sein Team und er sind zu weit gegangen, um jetzt noch umzukehren und aufzugeben, wofür sie standen. Nein, hier konnte etwas nicht stimmen. Dakra hatte Günther für Jahre als einen Feind gekannt. Als jenen, der zwischen ihm und dem Erfolg stand. Und gerade deswegen war ihm nur umso mehr aufgefallen, dass das Kanimani ein ehrenvoller Kämpfer war, seinem Kriegerherzen stets folgend. Aber der Punkt ist nun in ein anderer. Ihr behandelt mich, als wäre ich nichts als ein Lügner, ein Verräter, ein Tyrann ohne jede Moral. Und gleichzeitig seid ihr es, die eure Mitstreiter belügen, in die Leere laufen lassen und nicht einmal das Rückgrat haben, dafür zu stehen. Vielleicht wisst ihr, wie es alte Schriften schon immer sagten. Der Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen ist nicht in ihren Zielen zu sehen, sondern in ihrem Verhalten. Die Helden kämpfen ehrenvoll, das Böse trügerisch. Und seht euch an, wie ihr euch verhaltet, wie ich mich verhalte, wie der Krieg läuft. Meine Karten liegen alle offen. Ich gebe euch jede Chance, da ich weiß, dass sogar das Schicksal auf meiner Seite steht. Ihr belügt mich, belügt andere, plant im Hinterhalt, manipuliert. Los! Traut euch! Sagt mir ins Gesicht, mit bestem Gewissen, dieses Wissen im Kopf, dass ich der Böse bin und ihr die Guten. Das tue ich gerne und mit ganzem Herzen. Du sprichst, als wäre nicht dein gesamter Aufstieg zur Macht nur eine Kreation aus Lügen und Manipulation gewesen. Das war es nicht. Ich war immer offen mit meinen Intentionen. Meine Ehrlichkeit brachte mich ans Ziel. Der Fehler war der eure, da ihr nicht verstanden habt, dass selbst meinen härtesten Worten die Tat folgt, wenn ich denn die nötige Kraft habe. Denn Worte sind die wahre Macht. Denn jedes Wort ist mächtig. Mächtig und von tiefstem Sinn. Marco, ich bin doch da. Wir haben das erst vor 10 Minuten gehabt, Flamme. Das ist aber nicht dein Text, Inferno. Ruhig lag Flamme am Lagerfeuer, der Dialog alleinig in seinem Kopf. Gerade rastete die Gruppe nach einem sehr langen Tag der Reise, nachdem sie ohne Pause seit Sonnenaufgang gewandert waren. Gleichermaßen hatte es sich aber gelohnt. Unter seinem Bauch spürte das Vulpix den Schnee, welcher die schier endlose Eislandschaft schmückte. Innerhalb der Gruppe herrschte völlige Stille. Nur das Knistern des Feuers und der eisige Wind brachten Geräusche mit sich. Funkenherz war bereits eingeschlafen. Soll zwar noch nicht, aber es wirkte, als hätte er Angst, sich auch nur Millimeter zu bewegen. In der Sorge, Funkenherz aufzuwecken, die recht in seiner Nähe lag. Absol fühlte sich sichtlich sehr wohl in dieser Gegend, wie wohl auch zu erwarten war. Zurück in Eis und Schnee war es einfach am heimischsten für den Schüler eines Eisberges. Und Flamme lag da, ohne wirklich ein Auge zuzubekommen, weshalb er stattdessen mit seinen Gedanken beschäftigt war. Ich weiß, dass das nicht mein Text ist, aber du weißt, dass es alles andere genauso bewirkt und deutlich weniger kindisch ist. Mit dir zu reisen macht keinen Spaß. Habe ich je behauptet, dass es das soll? Nö, aber es würde helfen, gerade in so langweiligen Zeiten.
Freu dich lieber. Bald genug wird's bestimmt wieder stressig. Außerdem bist du doch selber schuld, wenn du versuchst, deine Zeit mit mir zu verbringen. Gerade wenn dein Boyfriend noch wach ist, den du ja sichtlich lieber magst als mich. Absol ist nicht mein Boyfriend. Außerdem schläft er wahrscheinlich um die Zeit. Du schläfst nicht. Ist weder meine Schuld noch seine, dass du inzwischen gefühlt nachtaktiv bist. Nachtaktiv würde zumindest beinhalten, dass ich tagsüber schlafe. Ganztagsaktiv trifft's wohl eher. Ändert nichts. Auch nicht daran, dass Absol dein Boyfriend ist. Ist er nicht. Und warum nicht? Dein Plan ist jetzt, mich so lange zu nerven, bis ich dich in Ruhe lasse, oder? Nö. Wäre aber ein schöner Nebeneffekt. Tu nicht so, als wärst du nicht an einem festen Freund interessiert. Und wenn? Falls dir es nicht bewusst ist, dann gehören immer zwei Seiten dazu. Das ist mir klar, selbst als jemand, der nie eine Beziehung hatte. Ich bin nicht dumm, Flamme. Was mir nur nicht einleuchtet, ist, woher du das Wissen nimmst, dass irgendwas ja einseitig ist. Wie wär's, wenn du dich einfach mal raushältst? Wie wär's, wenn du stattdessen einfach mal deine Fresse aufkriegst? Die Zukunft wird im Jetzt geformt, Flamme. Das heißt, wenn du nicht willst, dass sich eure Wege wieder trennen, sobald euer Erfolg da ist, dann musst du dafür jetzt agieren. Und ich rede hier nicht einmal zwingend gleich vom Ganzen. Du musst ihn nicht zwingend gleich auf ein Date einladen oder sowas. Aber du wirkst die meiste Zeit nicht einmal zurückhaltend, sondern einfach uninteressiert. Und willst du mir etwa erklären, dass du das bist? Flamme öffnete die Augen wieder, ignorierte die Stimme erst einmal. Gleichermaßen fühlte das Vulpix sich aber immer noch, als würde nicht Blut, sondern Strom durch seine Adern fließen. An Schlaf war nicht zu denken, auch mal wieder. Und gleichzeitig hatte es den Anschein, als wäre er darin wieder einmal alleine. Was dann? Nun, vielleicht würde ein guter Spaziergang helfen. Es war nicht, als würde Flamme das wirklich glauben. Aber immerhin wäre es wenigstens etwas zu tun, solange die Rast vor Langeweile anstrengend war. Vielleicht könnte das Vulpix einen Ort finden, von dem aus der Himmel näher schien. Vor allem von dem aus er weniger verdeckt war. Aufgrund der regelmäßigen starken Winde der Eiswüste hatte sich die Gruppe als Lager ein Tal zwischen Eishügeln gesucht, damit das Lagerfeuer nicht erlosch. Allerdings hatten sich mit dem Einbruch der Nacht windende Lichter eingefunden, welche das Firmament schmückten und selbst die Sterne überstrahlten. Polarlichter. Somit entfernte sich der Auserwählte ein wenig vom Lager. Die Schritte schwer wie Stein, als selbst das Besteigen eines Hügels auf einmal wie eine Wanderung erschien. Aber egal. Ein Hügel zu besteigen reichte erstmal. Von hier oben konnte man bereits viel weiter sehen. Vor allen Dingen viel mehr Himmel. Was darunter lag, war weniger interessant, denn es war nicht mehr als Eis und Schnee. Vielleicht könnte die Truppe am nächsten Tag den Gletscherpalast erreichen. Zumindest war dies die Hoffnung. Und vielleicht würde das bunte Licht zumindest irgendwas bewirken, was Schlaf anging. Nun, dies zu behaupten, würde sich leider als Übertreibung herausstellen. Stattdessen fand sich Flamme bald in Gedanken versunken, auf der Spitze des Hügels wieder. Oder genauer gesagt, wiederfinden, tat er sich erst, als er eben aus jenen Gedanken herausgerissen wurde. Was machst du schon wieder weg vom Lager? Nachdenken! Und worüber? Die Zukunft! Wieder so existenziell wie meistens, nicht? Im Moment
können wir wohl nicht viel tun, als weiterzureisen und zu hoffen, dass wir bald weiterkommen. Nein, das meine ich gar nicht. Woran ich gerade eher denke, ist die Zukunft. Das, was danach passiert. Nicht darüber, ob wir gewinnen, sondern darüber, was ist, falls wir gewinnen. Darüber, ob es dann überhaupt eine Zukunft für uns gibt. Nun setzte sich Absol erst einmal zu Flammes großer Überraschung derzeit unterwegs in seiner Gestalt als Zoroark. Das wird wohl in der Hand der Weltengeister liegen. Wir müssen ins Zentrum der Welt, die verenden soll. Ob wir von dort entkommen, das können wir bloß erleben. Nein, nein, das meine ich auch nicht. Das meine ich alles nicht. Nicht heute. Ausnahmsweise nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein großer Fehler gerade ist, zu versuchen, auch nur ein Wort von deinem Gerede zu verstehen. Kann das sein? Vermutlich. Aus rationaler Sicht rede ich wohl wieder nur wirres Zeug. Vermutlich kann kein Mon außer mir wirklich nachvollziehen, was wieder in mir vorgeht. Oder kann ich das überhaupt? Also, ich will's aber zumindest versuchen. Komm, Flamme. Erklär's mir. Heute war das Zoroark wieder besonders hartnäckig. Was für Flamme eigentlich nicht unbedingt etwas Schlechtes war. Aber gleichzeitig hingen seine Gedanken am vorigen Gespräch. Die Zukunft wird im Jetzt geformt. Das hatte Inferno ihm gesagt. Und irgendwo hatte die innere Flamme ja recht. Aber war die Zukunft nicht bereits bestimmt? Hatte das Schicksal sie nicht bereits in Stein gemeißelt? Könnten Worte sie nicht eher zerstören als gewinnen? Gab es überhaupt etwas zu gewinnen? Oder gab es am Ende gar nichts zu verlieren? Wenn Flamme tatsächlich eine Zukunft hätte, wie wahrscheinlich wäre es, dass er auf mögliche Taten irgendwann mit Reue zurückblicken würde? Wie wahrscheinlich mit Freude? Oder würde er sich eher freuen, dass er nicht das Wort erhob? Alles war wie immer, nichts als Risiko eingehen und nicht eingehen. Über Gefühle reden, die er selber nicht verstand und verstehen konnte, denn was waren schon Gefühle? Woher sollte er das wissen? Es war alles Chaos. Und gleichzeitig war Flamme ein Pokémon. Wenn die Wahl zwischen Risiko und nicht bestand, würde er Zweiteres wählen. War es vielleicht an der Zeit, dass sich die Dinge änderten? Die letzten Tage, letzten Wochen der Reise waren wahrscheinlich die schlimmste Zeit in Flammes Leben gewesen. Und doch gab es immer Lichtblicke. Vor allem einen Lichtblick. Und genau deswegen... Was ich meine ist... Es ist unsere Zukunft. Deine und meine. Und die Frage, ob sich unsere Wege trennen müssen. Oder ob es eine gemeinsame Zukunft werden könnte.